Hallo, hier ist Jolanta. Heutiges Thema der Woche, natürlich Haare färben. Hallo und willkommen bei Click und Wet Fit TV, der verrücktesten Abnehmshow im Internet. Mein Name ist Jolanta und ich danke dir sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich dir auch ein Thema mitgebracht, weil es nicht so viel mit Abnehmen zu tun hat, aber ich möchte meine Erfahrungen mit dir teilen, weil ich war bei meiner Mutter, wie ich ja schon im anderen Video erzählt habe, und ich habe natürlich wieder was Neues ausprobiert. Und zwar wollte ich meine Haare färben und das ist ganz lustig, weil ich natürlich rohköstlich ernähre und natürlich auch schaue, dass ich versuche, so viel wie möglich natürliche Sachen zu essen, aber auch natürliche Kosmetik zu benutzen. Ich habe auch schon mal ein Video darüber gemacht und natürlich wollte ich dann auch meine Haare mit natürlichen Färbemittel färben. Da habe ich mich informiert im Internet, dass es halt verschiedene Methoden gibt, dass man mit Kamille zum Beispiel auch die Haare ein bisschen blonder machen kann, mit Walnussschalen halt die Haare ein bisschen braun haben kann und mit Henna, wenn man Henna benutzt, dass man die Haare schwarz irgendwie färben kann. Und ich wollte meine Haare ein bisschen brauner haben. Deswegen habe ich mir natürlich Walnussschalen, gemahlene, bestellt. Ich war dann bei meiner Mutter und es war sehr aufwendig. Sie hat mir das drauf gemacht. Das ist so eine Kombination, habe ich gemacht, einfach mit Walnussschalen, ich glaube 8 Esslöffel, und dann aufbrühen mit heißem Wasser und dann einfach auf die Haare drauf für 2 Stunden. Und dann habe ich das gemacht und meine Mutter hat auch mitgemacht. Und ich muss leider sagen, es war gar nichts. Es ist nichts passiert. Ich habe meine Haare nicht färben können. Deswegen habe ich dann die zweite Methode angewendet. Ich bin dann zum Bioland, also zum Biomarkt, und habe dann dort mir auch ein natürliches Färbemittel gekauft, ohne Chemie, auch wirklich nur reine biologische Inhaltsstoffe und natürliche. Dann habe ich, meine Mutter, das musste sie leider wieder mit mir arbeiten und das wieder das Ganze zusammenmischen und wieder auf meinen Kopf drauf. Und ich habe wieder 2 Stunden mit so einer Haube da gesessen. Und dann, was ist passiert? Okay, man hat einen leichten Ansatz gesehen, dass da ein bisschen die Haare etwas dunkler waren. Aber es hat trotzdem auch nicht den Effekt gemacht. Und dann wurde ich natürlich beim zweiten Mal sauer. Und dann habe ich halt gesagt, okay, alle guten Dinge sind 3. Und dann bin ich natürlich doch zu DM gegangen und musste mir halt dann doch von L'Oreal einfach diese ganz normalen, ja, chemischen leider Färbungsmittel holen, weil ich wollte unbedingt meine Haare ein bisschen dunkler haben. Ohne Ammoniak zwar gemacht und alles toll wieder auf die Haare drauf, 20 Minuten nur Wartezeit, und jetzt habe ich natürlich schöne, dunkle Schoko, braune Haare, wie ich es halt haben wollte. Mich interessiert es aber jetzt natürlich trotzdem, welche Erfahrungen du so hast, weil ich würde natürlich auch gerne irgendwann mal in Zukunft trotzdem meine Haare irgendwie auf natürliche Weise färben oder halt tönen, je nachdem. Und da interessiert es mich natürlich brennend, was du da so für Erfahrungen und Tipps mir geben kannst. Und wenn du jetzt aber noch erfahren möchtest, welche kosmetischen Produkte ich da empfehle, dann empfehle ich dir hier dieses Video anzuschauen. Dort gehe ich wirklich darauf ein und empfehle tolle Produkte. Kannst du dir mal ruhig anschauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir ein nettes Kommentar schreibst und wenn du mein Video likest. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Ich freue mich darauf. Bis dann. Tschüss.